Ist er dabei, Kevin? Weiter geht's. Oh Gott, hört ihr das? Oh shit! Die Glocke. Sie zieht sie an. Ja, das ist mir egal. Kann sie ruhig machen. Bitte, lass es Leslie sein. Was gehört? Ich kann jetzt von niemanden hier erkennen. Ach Gott, das ist wieder so eine Schleicheinlage hier. Wie hast du es geschafft, Leslie da hinzukommen schon wieder? Geil. Ich muss zu ihm, bevor diese Dinger ihn erwischen. Okay, wir versuchen es mal. Ey, guck mal. What the fuck? Hol die Flasche, hol die Flasche, hol die Flasche. Fuck. Ich hasse diese Viecher. Bitte nicht hier entlang. Okay, doch. Pass mal auf, wenn er genau da steht. Wenn er genau da steht, dann lass. Fuck. Wenn er genau da steht, schmeiße ich ihn ab. Und dann sollte er doch explodieren, oder nicht? Was machst du? Ja, genau. Oh shit, ich dachte eigentlich, das Ding geht hoch. Doch nicht. War eine blöde Idee. Komm, beruhig dich da. Alles klar, einfach mal die Flasche vergeudet. Das bitte nicht. Und weg, und weg, und weg, und weg, und weg, und weg, und weg. Na, alles klar, haben wir gut gemacht. Sollen die zwei nur da rumstehen? Lauf weiter jetzt. Im Himmel. Da war eine Axt. Die hole ich mir. Lass mal eine kleine Übersicht verschaffen hier. Ist da noch einer? Ja, da hinten. Und der Kollege. Wir können versuchen, uns den zu holen. Ich hab's gewusst, er dreht sich jeden Augenblick um. Jetzt können wir ihn holen. Jetzt sollte es machbar sein. Es sollte machbar sein. Gute Nacht. Dass die Axt einfach wieder kaputt ist, das ist total scheiße. Bin ich überhaupt richtig? Oh shit. Okay. Okay, Kontrollpunkt. Muss es einem Weg. Das ist die Gegend von vorhin. Sie wird sie vom Tor weglocken. Ja, wie mache ich das am besten? Wie mache ich das? Hilfe! Hilfe! Sie sind hier! Er ist hier! Was heißt er? Könnte ver. Oh shit. Oh shit. Ich muss versuchen, sie da wegzulocken irgendwie.
Ja, genau. Ich kann mir schon vorstellen, wie wir das am besten machen. Oh shit. Komm schon. Komm schon her. Ich brauch dich hier. Komm schon. Ich brauch dich hier. Du musst hier durchlaufen. Hier. Genau. Oh shit. Der andere Bob bleibt noch hier. Okay, komm, geh weg. Okay. Jetzt passt es. Jetzt haben wir eine Chance, an einem vorbeizukommen. Das ist, glaube ich, noch kein Problem. Oh shit, da können wir uns nicht mehr verstecken. Ich müsste ihn auch wieder hierher locken und dann kann ich an ihm vorbei. Hier drüben. Genau in die falsche Richtung. Da wollte ich dich eigentlich nicht haben. Alles klar. Da steht ja noch einer. Ich will die Axt. Ist der kleine, oh, das ist keiner Durchgang. Alles klar, wo ist die Glocke da? Dreh wieder zurück. Doch nicht. Wollt nur cool sein und zurückschauen. Aber weißt du was? Nicht mit uns. Ich hau mir weg. Gute Nacht, mein Freund. Schlaf schön. Okay, warte mal. Wir können da hoch. Da läuft einer. Was, warum? Lass uns mal hier hochgehen. Können wir die Glocke läuten? So, herkommen, herkommen. Sollen sie alle nur kommen? Ich verzieh mich da lang. Oh nein. Du interessierst mich nicht. Leslie, ich bin da, Leslie. Leslie, es ist okay. Es ist jetzt sicher. Du kannst. Oh, Leslie, bitte. Sicher? Ist es jetzt sicher? Ja. Es ist sicher. Leslie, mach das verdammte Tor auf. Danke. Verdammt, das war knapp. Er ist hier. Endlich habe ich dich gefunden. Bist du verletzt? Wird stärker. Kann nicht weg. Es wird alles gut, Leslie. Wie kriege ich uns nur hier raus? Kirche, bitte. Die Kirche. Bitte, Kirche. Okay, dann komm. Bleib bei mir. Ich beschütze dich. Ah, hier sind wir. Leslie, alles okay. Du sollst ja nicht sofort hin. Bleib bei mir. Verdammt, was war das? Ah, warst du das? Hast du das gerade kaputt gemacht, alles? Oh mein Gott, was? Okay. Was? Oh shit, Junge, was machst du? Oh, verdammt. Hallo, safe.
Und wieder. Das. Jawohl. Ich hoffe, wir haben alle bis jetzt aufgesammelt. Ich möchte ehrlich gesagt keinen verpassen. Die sind ja schon relativ einfach zu öffnen. Komm, Leslie. Kann ich leider nicht so gut beschützen ohne Waffen, aber ich glaube, wir kriegen das irgendwie hin. Da lang, alles klar. Hier ist natürlich nichts. Ah, hier ist man später mit... Oder doch, hier ist man später mit Ding rumgelaufen. Wie heißt der? Mit Sebastian, hier unten. Und hinter der Tür sind zwei riesige Mistkerle. Ja, ja. Siehst du, Leslie, wir haben es fast geschafft. Nur noch ein kleines Stück. Ja, ja. Sieht zwar nur so nah aus, ja. Aber ist noch verdammt weit weg. Komm, komm, Leslie, traust du dich? Los. Komm. Nein. Soll das ein Witz sein? Hä, da ist doch. 5 7 5. Was haben wir hier? 14. Okay, als ich 5 war, wurde unser Vieh von einer Seuche befallen und viele nahmen sich das Leben. Als ich 7 war, wandte Mutter sich der Kirche zu. Ihr Symbol brannte sich in Mutters Geist wie ein Brandmal. 5 7. Als ich 14 war, ging ich fort und hinterließ nur eine Nachricht. Ich schrieb: Ich wäre jetzt im Himmel. Okay, das ist ein Rätsel, ne? Ja, aber irgendwas muss ich doch machen können. Da hoch geht's hier nicht, alles klar. Dann schauen wir... Bitte? Da war noch was. Leslie, versteck dich und komm erst raus, wenn ich dich rufe. Da war noch was drin. Geh weg. Danke. Ich habe ein Musikstück gefunden. Verschwinde. Und jetzt das öffnen, oder was? Da, schau mal, da ist was. Ich muss die Statuen finden. Diese Figur hat einen Schädel eines Stiers aus Kidmans Albträumen. Sie ist ein schlechtes Omen. Stierköpfige... Ich habe früh angefangen. Ich habe mich auf den Friedhof geschlichen, Statuen geklaut und sie versteckt. Diese Figur hält einen Kruzifix zwischen ihren gefalteten Flügeln. Die Leute sollten sie für verflucht halten. Aber jeden Morgen waren sie wieder an ihrem Platz. Alles klar, schnell, komm. Nein. Oh shit. Komm schon. So, ich muss mir kurz das Rätsel nochmal an. Lag da was? Nein. Nochmal schnell das Rätsel angucken. Was aber? Als ich fünf war, das Vieh, alles klar. Als ich 5 war, das Vieh. Als ich 7 war, das. Nein, eine Statue fehlt noch. Wo könnte die sein? Das habe ich aber gerade gedacht. Geht's da weiter? Nein.
Ich kann mir gut vorstellen, wo sie ist. Da hinten dran. Bestimmt. Bestimmt. Nein, Mann, ich lasse es zu. Da, Gott sei Dank. Flügel zeigt die wahre Form der Schatter. Alles klar. Ich hatte genug. Als ich wusste, dass ich allein zurechtkomme, ging ich und schwor mir, nie zurückzukehren. Die Aussage braucht aber lang. So, ich muss nochmal kurz lesen. Sieben war ihr Symbol, brannte, bla bla bla. Alles klar. Im Himmel. Das müsste jetzt die Statue sein mit dem Himmel. Ha! So einfach geht das. Die Kirche ist da vorne. Da sind wir etwas sicherer. Danke. Ah ja, wohl, genau. Hier hat man dann mit Sebastian gegen diesen Wolf. Da ist einer von diesen! Verdammt! Oh shit! An den komme ich doch niemals vorbei. Das ist einer von diesen zwei Zwillingen, die es gibt. Es gibt noch einen zweiten, der so riesig ist. Oh shit, Junge! Ist echt riesig, Mann. Das ist meine Chance, meine Chance. Komm schon. Komm schon. Oh fuck, ist er gerade hinter mir gewesen? Ja. Du schaffst das nicht, Mann. Du schaffst das nicht. Voll widerlich. Puh. Gehen wir. Komm, Leslie. Lass uns in die Kirche gehen. Jetzt müsste eigentlich uns Sebastian sehen von weiter hinten. Sollte auch langsam Tag werden. Warte mal, bevor ich reingehe, ich schaue mich mal kurz um, alles klar? Vielleicht finden wir ja noch was. Na, vielleicht auch weniger. Puh. Lange kann das Spiel nicht mehr gehen. Wir müssten eigentlich bald fertig sein. Geil. Das ist wieder eine Waffe. Die ist doch leer. Ist schon gut. Ich bin da. Keiner wird dich kriegen. Du musst bei mir bleiben. Das geht nicht anders. Er ist hier! Ruvik, was willst du von mir? Von dir? Ich sorge nur dafür, dass du deinen Job machst. Sie wollen sicher keine beschädigte Ware, genau wie ich. Zurück! Er kommt mit mir! Oh, das hoffe ich. Du kennst die Folgen, falls du scheitern solltest. Deine Leute sind nicht die einzigen, die auf den Jungen zählen. Du brauchst ihn, um zu entkommen. Genau wie ich. Wir sind alle nur Spielfiguren, entbehrliche Opfer. Sie haben mich getötet, mich in Stücke gerissen und sich genommen, was sie brauchten. Ich werde vernichten, was sie kontrollieren wollen. Ruvik? Schluss! Lass ihn gehen! Er ist mein Gefäß. Ich kontrolliere ihn. Ich spüre einen Interessenkonflikt. Was genau war deine Mission?
Glaubst du, ihre allsehenden Augen finden dich hier nicht? Sie haben dich beobachtet. Kid. Was tun sie da, Kid? Sie sollen den Jungen zu uns bringen. Nein! Das geht nicht! Wenn ich Leslie raushole, kommt Ruvik mit! Wir wissen nicht, wie mächtig er ist! Das kann ich nicht zulassen! Sie gehören zu uns, aber sie sind nicht befugt, solche Entscheidungen zu treffen. Dieses Verhalten ist inakzeptabel. Sie werden uns den Jungen. Oh shit, Alter, was ist das für einer? Laufen Sie ruhig weg, Kate. Sie können nicht entkommen. Wie jeden, der uns hintergeht, werden wir auch sie erwischen. Kommen Sie zurück, Kid. Erledigen Sie Ihren Job. Nein, Mann, ich komme nicht zurück. Verdammter 2-Meter-Mann. What? Oh Mann, das ist echt ein bisschen heavy. Bleiben Sie weg von mir. Kidman, lauf! Oh verdammt! Oh, ja. Einfach mal ihren Geist verbrannt, denke ich mal. Oh, verdammt. Ja, sie hat sich einfach gegen die gestellt, weil sie will nicht, dass Ruvik wieder freikommt aus diesen, aus der Stam-Welt. Deshalb kann sie Leslie ja im Grunde ja nicht rausholen. Lass uns doch einfach in Ruhe, Mann. Wie hast du es eigentlich geschafft, in diese Welt reinzukommen? Mit der Spritze, die du mir gegeben hast? Alles klar. Nein, nicht. Bleiben Sie weg von mir. Alles klar. Okay, von wo? Ah, alles klar. Ich hab's gesehen, den Schatten. Ah, okay. Oh mein Gott. Gas, Kidman. Du bist da auf der Seite. Ich sehe es. Sonst in Ruhe, Mann. Sie können nicht einfach machen, was sie wollen. Wie sie mit den High Heels rennen kann. Sehr beeindruckend. Ah! Oh, kleiner Homo. Entschuldigung, das wollte ich nicht sagen. Gib Gas, gib Gas. Kommen Sie zurück. Sie werden uns den Jungen bringen. Niemals. Niemals! Und das war's mit der Assignment. Jawohl, wir haben es geschafft, Freunde. Das war aber echt ein kurzes Spiel. Was soll man sagen? Es ist ein DLC, weil es soll auch nicht so lange gehen. Ich denke mal, dass wir es geschafft haben. Sie alle an einem Ort zu haben, eröffnet uns Möglichkeiten. Ich kann Ihnen nicht trauen. Nicht so. Nein, sie. Sie kommt mit uns. Ich bin verantwortlich für sie. Hey, Seb, wir müssen reden. Du verlierst langsam die Kontrolle. Mit der Maschine kann ich endlich zurück. Weitere Experimente sind möglich. Es gibt hier Dinge, die im Dunkeln bleiben sollen. Beacon. Ich hoffe nur, ich bin vor ihm dort. Etwas voreilig mit der Waffe, Kid. Was haben Sie jetzt vor? Das, was nötig ist. Die Konsequenz. Richtig.
Der zweite DLC. Boah, ich freue mich. Kapitel 2 überlebt. Der Schein trügt. Neues Spiel Plus kann jetzt im Startmenü ausgewählt werden. Ja, das wollen wir aber nicht machen. Das ist uns völlig egal. Was, du kannst jetzt im Modus Kurayami? Ah, das ist wahrscheinlich so Ultra-Schwer-Modus. Das Spiel starten, ja? Wie lange haben wir gebraucht? Insgesamt? Fast 3 Stunden und 13 Tode. Das ist echt viel für so wenig Spielzeit. Egal, ich speichere noch schnell. Jawohl. Wie gesagt, ich denke, mittlerweile müsste der zweite Teil schon längst draußen sein, der Konsequenz. Muss ich mal gucken, ob ich mir den runterladen kann. Dann werde ich ihn sofort weitermachen. Ich bin nämlich jetzt gerade voll in der Story. Voll in der Story drin, aber ich habe nämlich. Man hat kaum. Sieht man das Tattoo? Für jeden, der es noch nicht gesehen hat. Papa, neues Tattoo. Weil ich jetzt gerade so mittendrin bin und wenn ich jetzt irgendwas anderes spiele, dann vergesse ich wieder die Hälfte von der Assignment und so weiter. Deswegen mache ich, glaube ich, die Konsequenz jetzt einfach gerade weiter, wenn ich es schaffe. Und ich hoffe, ihr seid auch dabei. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach einen Daumen oben. Ein Kommentar wäre nicht schlecht, wie ihr das Spiel findet, also den DLC. Und bis dahin, vielen Dank. Und wir sehen uns bei der Konsequenz wieder. Vielen Dank. Tschüss, macht's gut.